Ja, hallo Freunde, hier ist wieder euer Gran Gusto live und in Farbe mit einem neuen Projekt Wohnwand. Ja, das Teil hier hinter mir kommt weg. Das hier. Und da kommt der Fernseher und der Fernseher bleibt erstmal noch. Der Schrank, der da unten steht, kommt auch weg. Und das Teil kommt jetzt gleich weg. Und im Laufe der nächsten Zeit folgen weitere Bilder bzw. Videos, wie das hier Ganze neu gestaltet wird. Und damit werdet ihr dabei sein. Bis denn. Ja, Freunde, langsam muss der alte Schrank oder Wohnwand, wie man es auch bezeichnen will, weichen. Ist schon fast abgebaut. Und ja, dann machen wir mal weiter. So, es ist nichts mehr viel übrig von dem Schrank. Da steht es. Das muss ich noch wegschaffen. Dann noch den kleinen Schrank. Wegmachen. Das hier noch ganz schnell wegmachen. Dann ist es hier weg und kann dann die neue Wohnwand hingebaut werden. So, der Schrank ist weg. Und jetzt das Ganze nur noch runterbringen, den da abbauen und runterbringen. Dann wird hier sauber gemacht und dann geht's mit dem Aufbauen weiter. So, die Wohnwand nimmt schon Formen an. Und es ist erst ein kleiner Teil von diesem Teil, von der Wohnwand. Und wir sehen uns dann wieder. Ja, hallo, da steht jetzt ein zweites Teil. Und das dritte Teil kommt gleich. Dann werden noch die Türen eingebaut. Dann ist alles schick. So, jetzt geht's langsam in den Endspurt. Das letzte Teil hier anschrauben, dann kommen die Türen. Dann ist alles schick. Da ist noch was. Da ist noch was. Naja, und das schaffen wir auch noch. Ah, hier schon fast fertig. Noch die Glastür reinbauen. Dann noch die Bretter aufbringen, anbringen, dann habe ich meine Wohnwand fertig und wir sehen uns gleich. So, fast fertig, nur noch da oben die Verblendung ranmachen, dann noch die Glasplatten reinlegen. Licht reinbasteln und dann sind wir fertig. Und